Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Episode von Let's Play Minecraft für die Bisleid. So, wir legen hier auch schon mal gleich mal los. Brauchen das hier bis hier hinten hin. So, dann brauchen wir hier das hier oben noch. Aber wie gesagt, ihr werdet schon sehen, was ich damit noch vorhabe. Ich fand das eigentlich ganz hilfreich grundsätzlich, wenn man da Lust drauf hat, wobei wir werden es wahrscheinlich gerade durch die Monsterfalle dann eh nicht gebrauchen. Das heißt, wir werden es sowieso nur jetzt so bauen, weil wir es können, deswegen. Okay, so, hier wird auch gerade alles wieder rausgeballert. Die Dinger sind bestimmt voll, ne? So, die sind mit Sicherheit voll. Oha, ich bin bei 30, 40. Oh, hier geht's sogar noch weiter. Geil, geil, geil! Nur mehr Erfahrung! Haben wir hier noch was? Ja, hier haben wir auch noch was. Ja, Monsterfalle läuft auf jeden Fall. Seht ihr, aber es geht halt auch dann immer weniger voran. Hier ist auch trotzdem noch was. Ist auch trotzdem noch mehr als genug hier drin. Okay. Gut, machen wir mal noch ein bisschen weiter. So, ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal zum Vulkan auch müssen. Beziehungsweise hier das nicht. Das kann ja so bleiben. Ich weiß nicht, also eigentlich könnte ja das eigentlich auch so bleiben, weil hier die Dinger drauf kommen. Aber wir müssen so oder so nochmal zum Vulkan. Das nutzt nichts. So, schauen wir mal. Das haben wir. Hier hätten wir noch die Axe of Stream, die könnten wir mal mitnehmen. Pickaxe of Core, das ist okay. Hier haben wir noch die ganzen Golems. End of Equal Trade. Müssen wir uns vielleicht mal wieder eine herstellen. Können wir mal gucken, was wir da haben. Die war, ich glaube, da hatten wir erst letztens eine hergestellt, ne? Genau, das war ja so schwer, war die auch gar nicht. Beziehungsweise kann ich hier erstmal vielleicht noch ein bisschen Golderz reintun. Beziehungsweise vielleicht auch schon mal ein bisschen was hier. Oh, hier haben wir auch schon wieder unsere Query, die farmt schon wieder kräftig. Und fleißig vor allem auch. Oh, jetzt packe ich hier fest. Bräuchte irgendwas Intelligentes, irgendwas Instrumentum-mäßig. Gut, das wäre die Stahlaxt, ne? Das ist auch Instrumentum. Na gut, dann verballere ich dort wieder viele Dinger. Naja gut, was soll's. Ich habe eh in letzter Zeit keine Probleme mehr damit. Mist. Okay, und dann brauche ich noch ganz viele Seeds, glaube ich. Habe ich aber gerade hier keine. Wo waren jetzt die Seeds? Ich habe so viele Kisten voll mit Seeds eigentlich. Ja, hier waren welche drin gewesen, habe ich gesehen. Das war das hier, ne? Nehmen wir einfach hier Flex Seeds. Zack, raus damit. Und hier rein damit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Waren das jetzt alle? Ne, noch nicht ganz. Zwei fehlen noch. Genau, also da haben wir unsere Vendor of Equal Trade wieder. Dann bräuchte ich ja auch wieder was zum Eintauschen halt, ne? Mhm. Auch wieder so eine Sache. Äh,
Wir hatten ja, glaube ich, an Basalt hatten wir, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Das war ja ziemlich rar geworden. Hier ist noch ein bisschen Amber. Hier haben wir noch ein bisschen Sandstein. Schwarzpulver hier rein. Flexseeds kommen wieder zurück. Fleisch geht nicht. Fleisch hier rein. Jetpack könnte ich auch wieder auslagern noch. Pfeile haben wir hier. Gut, den Bogen können wir wegschmeißen. Der ist sowieso nicht mehr gebrauchbar. So, dann haben wir hier unten haben wir noch ein bisschen das davon. Und dann haben wir hier noch die, ach, die Fäden wollte ich noch reinschmeißen irgendwo. Hier sieht es ja, ah, okay. Die können wir eigentlich auch mal wieder rausnehmen. Sehr einseitig, Kartoffeln und Dingens. Achso, das war unsere Kiste für Dingens, ne? Für das Zeug, damit ich das raus tun kann. Das gelegentlich mal abgepumpt wird. Damit unsere Farm auch produzieren kann. Gucken, was unsere Kuhfarm eigentlich sagt. Muss ja jetzt in der Zeit auch einiges zusammengekommen sein schon. Joa, ist ganz erträglich, ne? Ist ganz erträglich. Kann man mitleben. Aber diese Diamantkiste, ne? Einfach fast wieder voll, ne? Einfach voll. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, das Zeugs wollte ich behalten erstmal noch. Ah, ich habe hier noch, ach genau, ich habe hier noch die Bücher hier. Aber irgendwie klappt das nicht, dass das Obsidianrohr das ansaugt. Bei der Monsterfalle, muss ich sagen. Das gefällt mir auch noch nicht so. Ja, wie gesagt, ihr merkt schon, in den letzten Folgen war es jetzt ein bisschen so, dass wir erstmal die Sachen, die jetzt bisher noch nicht ganz so funktioniert haben, jetzt hier so in unserer Bude, dass wir die erstmal versucht haben, ja, zu verbessern, kann man sagen. So, ich denke, der Pflasterstein, der reicht jetzt auch erstmal. So, dann gehen wir mal zu unserem Vulkan. Da dürfte auch nicht mehr allzu viel da sein, glaube ich, von dem Vulkan. Aber müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. So, da, 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 da. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Amber, das nehmen wir mal mit. Hier noch irgendwo was in der Wand. Was wir mitnehmen können. Der Kohle ist das. Oh, hier ist auch wieder Amber. Er liegt ja sowieso auf dem Weg, von dem her ist es ja kein Ding. Ja, der wurde auch schon ganz schön abgefarmt und leer gefarmt hier, der Vulkan. Er war ja mit Shift auswählen und dann geht's hier los. Ein Kabelvulkan sozusagen. Hui. Und hui. Wollte mich auf jeden Fall die nächsten Folgen vielleicht noch mal ein bisschen mehr mit Farmcraft beschäftigen. Also das wird auf jeden Fall noch mit passieren, dass wir dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen was mit Farmcraft machen werden. Auch wenn wir jetzt natürlich schon im Zeitalter jetzt des Yuyu Matters sind, weil wir haben ja schon eine gute Produktion, also schlecht ist er ja auf jeden Fall nicht. Und auch so die Stromproduktion ist ja auch, wird ja auch von Folge zu Folge nicht. Aber wir bekommen ja auch von Folge zu Folge jetzt auf jeden Fall auch mehr Rohstoffe wieder, gerade durch die Query oder durch andere Sachen. Ich glaube, wir haben, sind sogar schon fertig mittlerweile. Das sieht doch gut aus. Na, ihr Schäfchen. Na. Na. Bim. Und bups. Tot. Todes Schäfchen. Naja. Naja. So, einmal über den Berg.
Hui. Sagt das Jetpack eigentlich? Alles gut noch. Okay. So. War hier oben nicht auch so Obsidian eigentlich? Ah ne, das war irgendwas anderes. Boom. Ich glaube, wir mussten das durchschmelzen, ne? Da war was, glaube ich, ne? Sprich, das machen wir jetzt auch einfach mal. Sobald halt natürlich wieder Tag ist, ne? Also nur dann kann es natürlich durchgeschmolzen werden. Dann können wir uns unten schon mal darum kümmern, beziehungsweise ja, kümmern wir uns unten schon mal darum. Nimmt langsam seine Form an, so wie ich mir das alles ganz gerne vorgestellt habe hier, das ist schon mal gut. Dann können wir uns unten schon mal um die Water Mills auf jeden Fall schon mal kümmern. Hier haben wir unser Basalt, ja, dann Dingens. Ja, hier muss auf jeden Fall demnächst auch nochmal was. Hier muss, brauchen wir auf jeden Fall noch einen weiteren Safe. Das zählt alles nichts. Ah, hier ein Solarpanel können wir hier noch herstellen. Stimmt, ich hatte ja erstmal, genau, ich hatte mir ja Refined Iron hatte ich mir ja gemacht. Nicht viel. Ich hatte ja wieder ein bisschen was an. Ach ja, genau, ich habe das ja auch wieder durchgeschmolzen. Muss ich mir nur die Kisten merken. So, das waren 10 Maschinenblöcke erstmal, nicht viel, aber wenig mit Liebe. So, 11. Dann hatten wir, glaube ich, hier im Technikbereich, hatten wir, glaube ich, noch 2 Stück. Ein Advanced Mission Block, haben wir hier noch einen Generator. 13 wären das jetzt aktuell. Naja, okay. Das ist besser als nichts. Ich habe aber, glaube ich, kein Holz mehr, ne? Holz schon wieder alle. Ja, Holz ist auch schon wieder alle. Das ist natürlich immer doof. Ich habe mir extra die, stimmt, ich habe mir extra die Axt mitgenommen gehabt. Aber dann fahren wir halt schnell. Wir hatten ja gut, Bäume haben wir keine mehr gestellt. Die sind jetzt mittlerweile alle weg. Aber naja, kriegen wir schon hin. Also da hinten war noch der Greatwood Log Baum. Der war ja für Farmcraft, wäre der ja gewesen. Oder ist für Farmcraft. Gib mir das. Hui. Bam. So, nächster. So, dann haben wir auch wieder was. Und dann nehmen wir jetzt das hier. Wir brauchen ja, wie gesagt, für die Watermills brauchen wir ja halt diese, ja, ein bisschen Vorbereitungszeit haben wir ja jetzt auch schon dafür gebraucht. Wir haben ja ein bisschen Glas bzw. Sand gefarmt. Wir müssen das Holz halt ständig farmen jetzt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das überhaupt das jetzt schon reicht hier, dieses Holz. Aber ich muss mal schauen, ob ich jetzt hier mit dem Holz hier noch was machen kann. Mal gucken. Rubber Wood. Weiß jetzt nicht, wie man das machen kann damit. Das ist mein Problem mit dem Rubber Wood. Muss ich mal gleich mal schauen, dass ich da vielleicht noch eine Möglichkeit vielleicht dann für die nächste Folge im Netz finde. Aber erstmal hier ein bisschen produzieren. Zack. Okay, so. Beziehungsweise anders. So, dann haben wir hier den Generator in der Mitte. Und wie war das jetzt hier nochmal gewesen bei der Watermill? Ich vergesse das immer wieder. Ich habe die erst vor kurzem wieder gecraftet, aber nein. Ja, so hier. So, zack. Dann hier rein. Und zack. So, 28 Stück wieder mal. So, die kann man auf jeden Fall dann platzieren. Ja, meine Eimer habe ich ja auch schon voll wieder.
Ist soweit erstmal alles okay. Und ja, für diese Folge war es das dann auf jeden Fall auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.